gewinnst. Und dabei 50.000 verplatten. Ja. Ich glaube, hier ist noch mal. Dynamic play. So, da sind wir wieder im Kingzone und jetzt mit No Limit Hold'em, einer Session mit dem Boss des Kings Casinos, Leon Zukernik, und der im Straddle mit Ass 8. Ruslan spielt an vom Button und Leon Board verfehlt, aber er greift den Chips, er spekuliert so ein bisschen mit Overcard und 8 und geht da auch rüber. Russland sagt so, never fold. Keine Hand auf und er hat ja die Option, da so einen auf die Straße, also einen Gutshot hat er. Jetzt kommt noch der Flushdraw dazu, allerdings das Ass bei Leon, der checkt und auch Ruslan checkt. Und jetzt brauchen wir, ja, Kreuzkarte, Worst Case für Leon. Der greift jetzt in die Chips und spielt an und Ruslan kann das jetzt ganz bequem callen. Aber wenn er ihm da jetzt wirklich keinen Credit gibt, dann macht er noch eine Erhöhung rein. Also für Value geht er da noch rüber. Und hier die Frage im Chat, ob das eine Wiederholung ist. Es ist hier die Zusammenfassung der letzten Session von Cash Kings mit Leon Zukernik, die wir zeigen. Und wir schalten dann gegen 20 Uhr, etwas vor 20 Uhr rüber und sind dann live dabei. Bei Cash Kings dann mit der Partie 2-5 und Ante 5. Und dort wird dann unter anderem auch Scott Hanna mit am Tisch sein. Und hier unsere kleine Werbeeinblendung zu einem German Poker Days. In 14 Tagen hier bei uns im Kings. Russland
der eben die Hand gewonnen hat. Ganz interessanter Mann. Oft auch zu finden bei Omaha-Partien. Spielt das allerdings gar nicht so hoch, also auch durchaus die kleine Partie mit 2-2. Aber hier bei dieser Cash Game Session, da war er natürlich optimal unterwegs. Man sieht das auch, die weißen Chips, das sind 100er, also der hat da ganz gut getroffen. Jetzt Leon floppt den Flush. Hannes mit dem Ass getroffen, mit dem Inside Straight und eben halt auch noch der Kreuz 5. Raised auf 80 und Leon zahlt nach. Leon weiter mit der besten Hand und Hannes allerdings, der bettet. Gibt dem Leon da keinen Credit. Und die 9. Die ändert nichts und jetzt der Hannes doch bitte nicht reinschieben. Der wird das auch auf jeden Fall callen. Hannes schiebt, Leon callt, das Geld wandert zu ihm. Das ist natürlich von Hannes so ein Move. Er sieht das, er ist 2000 im Brand. Ob man den unbedingt bringen muss. Gerade wenn ein Spieler wie Leon, der ja durchaus alles Mögliche in der Hand haben kann, mitcallt bis zum Ende und du hast dann nicht wirklich eine Bombe, mit der du ihn überraschen kannst. Und ja, weiß ich, ob das so ein guter Move war. Was ist eure Meinung? Schreibt im Chat. Was denkt ihr darüber? Ist der Push da eben von Hannes, ist das eine gute Aktion noch gegen den Leon oder wäre man da besser beraten, einfach die Hand dann zu checken und im Zweifelsfall auch aufzugeben, beziehungsweise dann kostengünstig abzugeben. Hannes jetzt mit den Kings am Button, optimale Position für ihn. Leon hat wieder erhöht und Leon hat wieder nachgezahlt mit Ass 2. Beide checken den Flop. Hannes spielt und Leon callt die 150. Sagt auch, er hat gar nichts. Und noch eine Dame voll für Hannes und Leon. Ja, was hat er? Ass hoch und 300er Bet hier von Hannes. Ja, und das, ja, das schlägt Leon noch ziemlich wenig, sollte folgen. Aber vielleicht sagt er sich, okay, komm, ich bin gut drauf, ich gebe ihm wirklich ein bisschen Geld wieder. Jetzt legt er sich fest. King, yes, King. Den King hat er richtig gelesen, aber den Buben nicht. Also zwei Könige bei Hannes, voll bei ihm und er gewinnt den Pot. Für das GPT Main Event German Poker Tour hier bei uns. 200.000 Euro garantiert. Am 24. geht's los. Und auf PokerStars, wie gesagt, jeden Tag Feeder und Satellites. Und heute Abend um 20.30 Uhr auch noch das Main Qualifier. Könnt ihr ein Full Package gewinnen? Einfach mal vorbeigucken bei Stars in der Turnierlobby und der Tournaments Region. Die Regionalturniere einfach mal nach der German Poker Tour Ausschau halten und da findet ihr das.
Thorsten schreibt hier, dass im Chat, dass es besser ist, Leon die Action zu überlassen. Ja, kann man sagen, das ist durchaus auch gesünder, weil Leon ja durchaus auch in der Lage ist, wirklich jede Hand zu spielen. Er kann irgendwas da haben und wenn man da selber dann aufs Gaspedal geht und nicht optimal trifft, dann kann das eine ganz, ganz teure Nummer werden. Sehen wir hier Leon mit der Erhöhung 4-2 off. Ruslan hat Ass König und auch noch Position. Callt das Ganze. Und das ist so eine Spezialgeschichte jetzt, nicht? Also Leon trifft hier optimal die Trips für ihn. Ruslan hat den König, Stefano den König, der zahlt auch weiter, nicht? Und müssen wir mal gucken, wie sich da noch was entwickelt. Also miese Nachrichten sozusagen für alle Beteiligten. Leon hat hier was gespielt. Und das ist es halt, er spielt einfach irgendeine Karte und die trifft dann voll und jetzt Ruslan geht darüber und jetzt bin ich gespannt, ob der Leon das nur nachts zahlt oder ob er da mal ein bisschen rüber geht. Er zahlt nur nach. Hm. Ja, normalerweise schon mal günstig, wenn der Ruslan anspielt, dass man da ein bisschen rüber marschiert. Jetzt kommt die 5, okay, das ändert jetzt hier nichts weiter. Und Leon jetzt gefordert und der spielt auch an. 750, ungefähr 2/3 vom Pott. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Was macht Ruslan? Der zahlt. Und Stefano hat er den Mumm, seinen König da zu folden. Wenn wir den Stack uns angucken, der ist jetzt nicht so groß, als dass man das jetzt wirklich nachzahlen kann. Also wenn du nachzahlst, dann kannst du es auch gleich reinstellen. Alles, was du hast, näher Calls. I cannot lose the bottom of them. I have a deuce. Und one I win, please. Das war jetzt natürlich teuer. Auch für Stefano, also da finde ich seinen Call nicht besonders gut. Also wenn schon, dann kann er den Rest, den er dahinter hat, auch noch reinstellen, wenn er dann meint, dass er damit noch eine Chance hat, mit dem König zu gewinnen. Ansonsten kannst du die Hand da auch fohlen, weil du einfach einem der beiden, also dem Ruslan oder auch dem Leon, einfach eine stärkere Hand geben musst, als das, was du selber in der Hand hältst. Und da danach zu zahlen, so teuer brauchst du nicht, dann kannst du gleich alles reinstellen. Ja, vielleicht war sich da selber gar nicht so sicher. Ob er da tatsächlich noch irgendwie Showdown Value hat, mit seiner mit seinem König, den er getroffen hat. Denn mit was zahlen die beiden? Also mit was spielt Leon 750 an und mit was zahlt Ruslan? Das können ja nur Hände sein, die mindestens so stark sind wie deine eigene. Minimum und dann zahlst du halt vielleicht in der Hoffnung, dass du splittest. Aber ihr seht, der Spieler aus Italien, der hat jetzt wieder ein bisschen Munition da vor sich stehen. Leon, die 4-Bet, packt er aus mit Ass, König, Suited und Ruslan mit Ass, 8. Ja, der Call. Jetzt kommt wieder so ein Szenario. Leon jetzt am Button mit einer wirklich guten Hand. Ruslan verfehlt den Flop. Leon geht all in. 6.655 ist natürlich brutal. Ich meine, tja, brutal. Poker brutal hier von Leon. 6.655 All-In-Push auf der Sport 7-3 Dame. Ich habe S-King, ja.
Wer soll das callen, Leon? Keiner kann's. Es sei denn, einer hat einen Volltreffer. So kann man spielen. Hier off und er raced. Ruslan, König 3, Dominik, Dame, Bube und nix am Flop. Leon spielt wieder und alle folden. Hat die nötige Munition vor sich, der Leon. Macht ihnen natürlich Angst und die machen so einen kleinen Fehler sicherlich, dass sie da mit mehr oder minder nur spekulativen Händen einfach mitzahlen. Bestens gelaunt. Wieder ein Race von Leon mit König 3 off. 10-8 im Kreuz, Manuel 9-5 Kreuz. Leon mit dem Treffer 3. Russland aktuell Top Paar mit dem 10er Treffer. Und zahlt die Bet von Leon. Manuel, ja, der hat in der Hand nichts mehr zu suchen, geht auch raus. Zwei. Was macht Ruslan? Einmal kurz kontrollieren. Was habe ich? Er checkt. Überlässt Leon die Aktion, der checkt allerdings auch. Die 4, gute Karte letztlich für Ruslan, weil Leon da vielleicht nochmal anspielen könnte, aber er checkt. Hat den Dreier-Treffer und Ruslan die 10. In dem Fall ist es so gelaufen, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Den Aggressor lässt du spielen und callst ihn halt runter. Aber wie gesagt, man kann sich ja bei den Karten, bei der Kartenvielfalt, die Leon spielt, nicht wirklich sicher sein, dass man da immer noch vorne ist. Leon 2600 im Minus, Hannes 3000, Stefano 2350 hinten. Das ist im Moment die Ausgangssituation an diesem Tisch. Und hier nochmal der Hinweis auf die GPT, die bevorstehende, und die Online-Qualifier auf PokerStars. Die laufen täglich und wie gesagt, heute Abend 20.30 Uhr der Main Qualifier zur GPT. Leon im Sörtel mit 7-5. Ruslan. Asse erhöht auf 75. Stefano aus dem Big Blind zahlt mit und auch Leon bleibt dabei. Gutshot für ihn. Russland Topper. Stefano Backdoor-Möglichkeit auf die Straße. Steigt direkt aus. Und oh, Leon zahlt mit dem Gutshot nach. Bums. Da ist das schon angekommen. Straße für Leon. Beide checken. Zwei
blinkt und eine hohe Bad jetzt von Leon. Tja. Und jetzt Ruslan, komm. Nicht callen. Er callt direkt und guckt sich die Straße an. Sicherlich Frust auf beim Ruslan. Die Asse, und da wäre natürlich auch die Frage, ist es besser dann in dem Moment noch die Asse zu foolen? Der Pot ist noch nicht so groß und der Leon, der spielt ja teilweise auch sehr, sehr hoch rein, selbst wenn er nichts hat. Also macht es Sinn, ihn hier an der Stelle zu callen oder doch lieber auf Nummer sicher gehen und die Asse zu entsorgen. Was ist eure Meinung? Schreibt im Chat. Call oder fold der Asse hier an dieser Stelle gegen Leon? Was meint ihr? Leon mit König 10 auf, nicht zu vertreiben. Ruslan spielt wieder die Connectors. 5-4 in Kreuz und Dominik 8-6 Kreuz. Ass für Lester, King für Leon. Lester bettet 110, nicht so hoch. Leon bleibt in der Hand. Sieben und in Herz. Also weitere Optionen für Lester zum Flush. Und den kriegt er jetzt auch nach Flush für ihn. Leon checkt, Lester checkt. Das finde ich jetzt doch ein bisschen zu viel Respekt. Oh shit. I didn't see it. Oh, oh. I didn't see it. I took it into the... Yeah, 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 okay. Also. You might be mental to me. Hat er nicht gesehen, sagt er. On the television. Wow. Hat er nicht gesehen, den Flash. Okay. Na, denn dann, normalerweise musst du ja, wenn der dann zweimal checkt, dann doch mal anspielen. Da sollte ein Nutflush durchaus angespielt werden. Aber okay, er hat es nicht gesehen. Bett von Leon mit Ass-Bube in Herz. Manuel lässt sich nicht aus der Hand drängen und auch Lester wird das so wie es aussieht callen. Nein, er schenkt sich das. Ist so krass. War so krass. Oh. Backdoor flush. Der Reipik. Yeah, Manuel mit Mittelpair und Leon. Wieder mit der Action. So stupid, weil er look respect. I know. It could have been a full house. I know you didn't see it. Okay. Ah, I really didn't see it. Gebt ihm da nicht hier. Ich glaube da nicht so ganz, dass er da einen Flush hat. Jetzt kommt der Flush tatsächlich an. Leon checkt. Manuel könnte hier eine Bet setzen. Auch gar nicht so hoch sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Leon dann auch bereit ist, seine Hand direkt aufzugeben, wenn er es nicht hat. Aber er checkt auch nur. König. Kreuz. Wieder Check von Leon. Und ja, was kannst du machen? Du musst so betten, wenn du gewinnen willst. Gewinnt.
wieder Money für Leon. Hannes, wieder Könige bei ihm. Zehn, sieben, Leon. Zehn, sieben vom Button. Zahlt er mit. Zwei Asse auf dem Board. Gut für Hannes. Das kann er relativ entspannt weiter durchcrawlen, ob er dann noch mal hinten raus einspielen kann. Müssen wir mal sehen. Jetzt kommt der Check. Und auf eine Bet wird der Leon aufgeben. Okay, bei. Er checkt und lässt Leon noch mal spielen. Also rollt das nur. Leon hat da noch mal was versucht auszupacken. So mit irgendeiner Highcard unterwegs ist, die vielleicht den Hannes schlägt, aber den kriegt er mit dem Königen nicht mehr raus. Obwohl er natürlich auch eine Menge Respekt dann zeigt, indem er selber checkt. Frage von Patrick, ob ich mich an Florian erinnere. Ja, erinnere ich mich. Schreibt hier Patrick, ob ich mich an den erinnere. An den erinnere ich mich. Hab mit relativ viel Munition angefangen. Ja, ob das jetzt 10k waren, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Das weiß ich nicht, aber ich erinnere mich. Und hier machen wir einen kleinen Sprung. Es sind 6 Spieler am Tisch. Hunderttausendste Hand in dieser Session. $80k bei Deal or No Deal. Hat er gewonnen, schreibt uns hier gerade der Patrick. Ja, Mensch, klasse. Also 80k, da kann ich nur sagen, Glückwunsch. Glückwunsch an den, der 80k gemacht hat. 80k ist ja schon eine Kleinigkeit, mit der kann man ja schon mal ein paar Monate locker durchs Leben gehen. Vielleicht sogar ein paar Jahre. Und auch hier in Kings, da wird ja heute die DPT entschieden. Und da geht es ja auch insgesamt um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Und der Gewinner hier wird natürlich auch ein erklägliches Preisgeld bekommen. Im mittleren fünfstelligen Bereich, also sprich, der wird auch sowas um 26.000 Euro bekommen für seinen ersten Platz. Und damit kann man natürlich schon mal ein bisschen befreiter atmen mit so einem Cash. Ruslan. Zahlt hier mit. Spekulativ. Ja, was zahlt er eigentlich mit? Auf eine Idee. Telly gibt weiter Gas aus dem Small Blind mit den Kings. Und Ruslan steht jetzt da, hat den Gutshot. Also 9 macht ihm Straße. Und das ist es dann auch. Und 220 auf den Gutshot zu bezahlen. Oder dass du vielleicht mit einer 7 oder 10, die eventuell kommt, dann noch gut bist. Naja. Hat aber eine Idee und die spielt er auch weiter durch. Also sprich, ich raise und ich stehe hier für die Queen. Und kann natürlich nicht wissen, dass der Teddy hier Kings in der Hand hat und das unmöglich folden kann an dieser Stelle. Im Gegenteil, er zahlt. Und Russland
Russland, ja, braucht eine 9. Kommt nicht. Gepairtes Board und was willst du jetzt machen? Telly checkt ganz sicher und jetzt kann Russland die Hand aufgeben. Der Mann wird das ja niemals folden, wenn er hinten raus am Turn auch bezahlt hat, beziehungsweise was will er da noch rauskriegen? Wie soll das laufen? Also er steht vielleicht für zwei Paar, also Dame 8, wenn es dann gut läuft, oder vielleicht für eine Dame im Ass-Kicker, aber das kann er ja unmöglich folden, seine Kings, und auch die Bet hier, die ist natürlich hoch-heavy. 7,25, aber das sollte der Telly mal instant bezahlen, das tut er auch, und Russland, ja, der zeigt nicht mal seine Hand. Und Telly braucht seine auch nicht zu zeigen. Wir wissen, dass er Könige hatte und Russland hat es mit einem Megabluff versucht und das ist dann auch voll in die Grütze gegangen. Und das kann natürlich schnell mal passieren und da weiß ich nicht, ob der Russland in dem Moment auch so ein bisschen angefressen war. Hatte ja vorhin die Asse verloren gegen den Leon und irgendwie lief das ganze Spiel ja nicht, obwohl er am Anfang sehr, sehr gut gestartet ist. Und er so ein bisschen auch seine Linie verloren hat. Macht den Pot halt in dem Fall groß und hat aber keine Option, da irgendwas zu gewinnen gegen den Telly. Und er hat einen relativ guten Start hier bei Cash Kings erwischt. Jetzt der Bett von Russland mit König Dame. Und der Manuel, der zahlt das nach mit König 4. Nichts getroffen. Russland Conti bettet. Tja, was macht Manuel? 50 ist jetzt nicht so hoch, aber warum sollte er sich da jetzt irgendwie reinleveln? Im Moment wäre er ja wirklich gegen jeden Treffer hinten oder auch gegen den Ass hinter. Jetzt kommt er auf eine Idee und sagt, okay, da gehe ich jetzt mal rüber. 60 und das vertreibt ihn mal auch nicht, der hat jetzt die Oberkarten in der Hand, also weiß nicht. Bube hilft keinem weiter. Manuel sollte jetzt hier weiter anspielen, wenn er für etwas stehen will, was stärker ist als das, was Ruslan aktuell auf der Hand hält. Und so eine Bet um die 200 wäre natürlich optimal, also vielleicht so 180. Das sieht dann auch so aus, als ob du dafür Value Bet ist, also sprich, dass du deinen Kunden so ein bisschen in den Pot reinsaugen möchtest. Irgendwas um 200. Aber der spielt das noch höher an. 290. Russland, der lässt sich da überhaupt nicht beirren, also hat im Moment gar nichts, außer König hoch. Jetzt kommt die Herzkarte, damit könnte er vielleicht einen Bluff aufziehen, aber er macht es nicht, er checkt sich das, er checkt. Und jetzt hat Manuel da den Salat. Kriegst du den noch aus der Hand? Und wenn ja, wie viel musst du setzen, dass er wirklich wegwirft? Beziehungsweise mit was hat er denn hier jetzt mitgecallt die ganze Zeit? Vielleicht auf den Flush-Draw. Kleinen Flush-Draw in der Hand. Vielleicht auf einen Treffer, also ein Mittelpair, eine 7 mit X. Eventuell ein Overpair zum Flop, also ein paar 8, ein paar 9. Und jetzt die Ruhe-Bet. Manuel macht seine Story, schreibt diese Story zu Ende, steht für eine Hand und was kann Russland jetzt machen? Er hat gar nichts, er hat König hoch,
ist da mit Haushof vorne, aber weil er damals Kicker hat und ja, aber er kann es normalerweise nicht bezahlen, denn mit was sollte hier Manuel unterwegs sein, mit dem er so bettet, und das können dem halt vielleicht zu fair sein. Da sehen wir den Flash, der jetzt angekommen ist. Und exzellent gespielt hier von Manuel, der das einfach durchzieht und hinten raus mit der hohen Bett den Ruslan aus der Hand bekommt, und der hat nichts. Und Ruslan, wir sehen das hier an seinem Stack vorhin, auch einen relativ großen Turm an weißen Chip, also 100 an weiß, pink, wie wir 100 an, und jetzt arg gerupft an diesem Tisch. Gesamteinblendung von dem, was jetzt im September und auch im Oktober auf euch zukommt. Die Masters Series of Portland in Omaha, Anfang Oktober wieder hier im Kings. GPT natürlich, German Poker Days in 14 Tagen, und jetzt in der kommenden Woche, da haben wir die One-Day-Tournaments hier. Das sind über 80.000 Euro an Preisgeldern, die hier garantiert werden. Schaut vorbei, pokerroomkings.com, und da unter Turnier. Unter dem Turnierplan, da findet ihr alle Informationen zu diesen One-Days, die bei uns im King stattfinden. Telly, paar Neuner, Manuel 8-5, Pik 4, Option zum Gutshot für Manuel auf die Straße. Six, 40 gebettet, Telly zahlt. 5 kommt, 5er Treffer jetzt bei Manuel. Kann eventuell gut sein, wenn er sein Gegenüber auf eine 4 setzt. Macht eine kleine Bet hinten raus. For value. Und Teddy zahlt sofort. Gewinnt die Hand. Wir wissen es schon. Aber durchaus interessant von Manuel. Er setzt ihm halt nochmal an. Sollte sein Gegner dann 4 haben, wird er wahrscheinlich das Geld bekommen, dann mit der 5, mit dem paar 5ern den Pot gewinnen. In dem Fall war es nicht so. Telly hat seine 9er gespielt und sichert sich hier weitere Chips. Lester 9-2. Caro lässt sich gerade durchmassieren. Das scheint die zu motivieren, da einfach mal mitzucallen mit der Hand. Jetzt kommt allerdings die Erhöhung von Dominik und Ruslan, der callt, und da geht dann doch der Lester trotz Massage und damit Entspannung aus der Hand raus. Service hier bei uns im Kings kostet eine Minute 1 Euro. Direkt am Tisch wird er da durchkneten lassen. Bei einer langen Session ist das durchaus zu empfehlen. Jetzt Ruslan mit dem Gutshot zur Straße, also sprich eine 6, macht ihm die Straight. Dominik mit den Overcards zum Board und dem Flush Draw. Und der Ruslan, ja, auch. Wow, jetzt trifft er die 6, allerdings immer noch jede Menge Möglichkeiten für Dominik, also sprich der 9 Karten, die ihm den Flush machen. Aus seiner Sicht heraus, der Ruslan hat hier die 4 hin, das nimmt ihm ein weiteres auch weg, kann er natürlich nicht wissen.
Jetzt kommt eine hohe Bad von Dominik, 280 und Ruslan. Sollte hier keine Freikarte geben, weil er auch gar nicht so viel Stack hat. Die Roten sind Fünfer. Also, was er jetzt da reinstellt, sind ungefähr 700. Ja, 700 ist sogar glatt. Und ihr seht, also er hat da nicht mehr so viel Moon stehen. Und Dominik, jetzt mit dem Problem selber gebettet zu haben, 420 muss er nachzahlen. 1 zu 3,5 kriegt er dafür sein Geld mit 1500 Import. Und das Nachzahlen, das macht irgendwie auch gar keinen Sinn. Also wenn dann überhaupt, dann stellst du den wahrscheinlich gleich all in. Der hat ja nichts mehr dahinter und weiß, wenn du den Board verfehlst, dann musst du eh folden, wenn du triffst. Ob er dann rausgehen kann, weiß ich nicht, ob das noch Sinn macht, hier nachzuzahlen oder ob es uns gleich foldet. Der Uwe foldet sofort. Ja, hat einfach nicht. Er ist da hinten und das sieht er auch ein. Das ist natürlich für ihn schwierig, nicht? Also die in dieser Situation, was macht er? Er spielt seinen Draw aggressiv an, der andere bekommt den Straßendraw. Geht dann auf einmal rüber und hat selber eben halt nichts mehr dahinter. Das heißt also, das, der muss da einfach damit rechnen, ist egal, was du da triffst. Und wenn vielleicht ein König noch kommt oder eine Dame oder was weiß ich. Also irgendwas, dass du dir an der Hand ein bisschen verbesserst, also eventuell in die Verlegenheit kommst, da sogar noch diese rund 400, die der Russland dahinter sich hatte, auch noch nachzahlen zu müssen. Und dir dann die Nutshand anschaust. Stefano. Das erste Mal mit einer wirklich guten Hand. Ein paar Zehner. Und er geht ja gleich mit 160 recht forsch an die Sache ran. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt nötig war. Manuel am Button hat die Position und zahlt mit 8-7 offener. Und Lester irgendwie beflügelt, hat König 8 suited und zahlt das Ganze auch nach. Naja, out of position und der Stefano, unser Italiener, der hat bisher noch nicht so viel Action gemacht, um den dann einfach nachzuzahlen und out of position gegen zu spielen. Uiuiui. Und der Flop, ja, fast optimal für Stefano, hat das Set getroffen, hat ein Set. Bettet, Straße allerdings ja auch schon angekommen und Manuel gleich raus und auch Lester so, wird sich da raushalten. Bettet gleich 300 da rein, ja. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie der Stefano da auf dem All-In-Push kommt, der eventuell zu befürchten wäre. Das würde gar keinen Sinn machen. Und auf jeden Fall macht er ganz sicher hier diesen Pot klar. Lang gleich wieder zu den Chips, König 10. Er öffnet. Lässt er wieder eine suited Hand, 9-4. Spielt er wieder. Und Telly mit den Jacks. Ja, und Jacks ist natürlich immer so eine Sache. Hier spielst du sie sehr aggressiv.
So wie er jetzt hier, also er geht da deutlich rüber. Und jetzt kommt natürlich so eine Problematik, also auch gerade weil er out of position ist. Er kriegt den Ruslan raus aus der Hand, den Leicester. Tja, bin ich mir nicht ganz sicher, ob der das zahlen wird. Mit 9-4 sollte. Warum sollte er mit so einer Hand da mitgehen? Macht er nicht. Jetzt hast du natürlich das Problem, trotzdem mit den Jacks, sollte jemand gegen dich zahlen und die Oberkarten kommen, also sprich Dame, König, Ass, taucht irgendwo im Flop auf, das nimmt dir immer sehr, sehr viel Power. Und eine Conti-Bet, die dann eventuell bezahlt wird, egal mit was, die bringt dich dann auch nicht so wirklich weiter. Also mittlerweile vielleicht häufiger sogar besser, einfach nur die Jacks klein zu raisen, Pot klein zu halten, als eventuell Gefahr zu laufen, das Ganze groß zu machen, eine Overcard auf dem Flop zu sehen und praktisch dann völlig ausgebremst zu sein. Und oft genug werden die Jacks auch mittlerweile ja nur noch gecallt. Genau aus diesen Gründen, weil sie dann eben halt einfach an Power verlieren, wenn Overkarten irgendwo auftauchen. Stefano. Ass Bube. Das ist für ihn eine Hand, die Marker ersetzt. 200. Naja. Keiner will mit ihm spielen. Keiner möchte mit ihm spielen. Hohe Bet vertreibt alle. Telly 1700 im Plus, Dominik 675, 2865 plus bei Manuel Leicester 1,5. Und jetzt bei der aktuellen Besetzung noch Ruslan 200 hinten, Stefano 1000. Und beim Ruslan, der war ja schon deutlich weiter vorne, der war klar im Plus, aber der hat ja ganz heavy abgeschenkt, insbesondere gegen Leon. Und vorhin auch gegen Telly, als er sich komplett verblufft hat. Und hier wieder der Hinweis, Leute, nicht verpassen, 10. bis 14. September hier bei uns, German Poker Days Festival, ganz tolles Turnier, 175 Euro bei Ihnen und 100.000 Euro sind hier garantiert, ganz klasse Sache. Und die One-Day-Tournaments natürlich, die auch im September anstehen, 20.09. haben wir wunderbar hier Turnier, aber auch schon hier in der kommenden Woche, da geht es ja richtig ab, 20.000 garantiert, am Freitag 50.000 garantiert, am Samstag bei den Turnieren und German Poker Tour natürlich hier bei uns im Kings. Online-Qualifier laufen. Schaut vorbei in der Lobby von Stars und vielleicht schafft ihr es, euch dann ganz bequem zu qualifizieren. Ja.